Elias, lass es jetzt! Gott, Kacke, ich habe einfach meine Hose hochgezogen, aber anscheinend meine Boxershorts vorher nicht. Du machst ja komische Sachen. Ja, das stimmt. Das ruckelt aber echt krass. Ja, egal. Was ist überhaupt mit Horde? Wer ist denn überhaupt hier? Komm, nur wir drei? Uff. Ich auch. Bin auch dabei. Das Team kommt auch. Ja. Gerade noch den Stream unterbrochen und glaubt, ja, das weiß ich, aber die Frage ist halt, wo wir die machen. Wir haben noch keine Horn, also ja, könnten wir eigentlich schon da machen, aber ich weiß nicht, ob das ja. Soll ich starten? Starten? Ja, ja, weil wir haben nicht mehr die Zeit rennen können. Meine ist hier unten, rennt quasi. Oh, davon. Meine nicht. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, okay. Genug Munition ihr habt? Ja, also ich glaube schon. Also weiß ich nicht. Aber wenn er halt keine irgendwann mehr da ist, ist es halt so. Oh Gott, was kommt hier denn? Oh oh. Wir sind aufgescheucht, jetzt tun wieder. Ey, ich sterb gleich. Oh, Liesel. Nein, was macht der? Könnte vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Easy. Vom Backend sterben die nicht. Doch, klar sterben die, weil Blatti die doch dann erledigt. Hab ich doch. Eigentlich haben wir, obwohl das geht von der Zeit her. Lass es jetzt, Elias! Jetzt kriegst du noch einen Arsch voll heute. Ey, sei mal lieb, sonst kriegst du heute auch noch einen Arsch voll. Gar nicht. Gar nicht. Von dir oder was? Hab ich mir gedacht. Hä? Ja, oh, pass auf, wir sind Minen. Hä, die ist unten. Geht sie doch irgendwo nach unten? Achso, nee, die ist einfach Bodenplatte. Ist hier. Die ist noch weiter unten, oder was? So, Bladi, bis später. Spinnstuhl. Lass die eben von draußen gucken. Ja. Falls sie ganz oben ist. Sag doch mal, der Iron Breaker Mod. Der was? Kann man den auch, der Iron Breaker Mod, kann man den auch in die Kettensäge machen? Musst du ausprobieren. Los. Ja, so weit oben. Ja, habe ich mir gedacht, wenn meiner ganz unten ist, ich bin ja infiziert.
Ach, das war nur das Rezept eben, oder was? Habe ich mir ernsthaft eben das Rezept geholt vom Händler? Ja, hier oben ist meine. Also ganz oben. Ah, okay. Ich die Zombies da schon sehe. Wenn alle Stricke reißen runter, ne? Und dann rennen wir ums Haus immer rum. Oh, ich habe kein Scharfschützengewehr mit, ey. Okay, warte, 78 Schuss, ich muss einmal nachladen. Das Krasse ist wieder, die Zombies oben sind auch noch nicht gespawnt, ne? Hammerhart. Tja, das ist doof, ne? Die ganzen Grünen sind auch noch nicht gespawnt. Das Haus ist noch so viel größer, ey. Das ist so krass, Mann. Ich freu mich schon irgendwie ein bisschen, wenn hier doch irgendwann der 17er-Vibe kommt. Also wenn wir doch irgendwann hier fertig sind halt. Weil da hast du ja noch viel mehr neue Gebäude, ne? Also jetzt nicht, dass ihr euch anpisst alle und denkt von wegen, nein, der will vipen, will ich nicht. Aber dass wir die nicht unendlich spielen, sollte... ja, auch eigentlich eben bewusst sein. Schleichmodus. Also hier auf der Höhe muss das liegen, irgendwo. Das Ding ist... Die Richtung 30 Meter. Das Ding ist, wir müssen tierisch aufpassen, wenn wir hier laut sind, weil wir haben ja die unteren Stockwerke hier nicht gemacht, ne? Yep. Das bedeutet, die werden irgendwann, kommt die hier an. Ja, das ist doof, ne? Weiß das Tim? Wie, was weiß Tim? Worüber habe ich gerade geredet? Ah, cool. Hä? Ach so. Tim ist doch gar nicht hier, oder? Hinter dir sind auch noch Vögel. Wegen dem Weib. Ach du Scheiße, ey, wir müssen jetzt bei. Ah nee, doch. Hinter uns sind Vögel. Ach, die du schon umgebracht hast. Ach so. Ich glaube, ich gehe nochmal irgendwo. Ja, weil so mein Ding stellt sich gleich ab. Es kann sein, dass um 12 Uhr mein Router sich abstellt und dann ist die Mission ja verkackt. Bibi. Bibi. Mandra, sorry. Du hast deine ja fertig. Ja. Ja, das ist, du eben schnell deine, weil deine wird gesperrt. Ist dann dicht quasi, weil. Weiß ich ja, was? Ich muss auf die Höhe hier. M60 ist mein Snimp, dass er leise sein muss. Wegen dem Vibe? Was? Ich soll leise sein. Jetzt habe ich's geschnallt, was ihr meint mit leise sein. Was? Wieso? Tassen? Nee. Ich muss. Wie viel Meter? Ja, warte. Hm. 14 Meter noch. 14? Aber die Höhe hier, die haut hin. Kann eigentlich sein. Oder? 40 Meter in die Richtung hier oben drauf. Der muss ja, wenn du die Höhe anzeigst, hier ist ja sonst nichts. Ja, oder hier drin. Wo bist du denn gerade? Hä? Sieht die Erde da schon wieder? Das muss dann ja hier drin sein. Was wollte man drin? Bei den Kisten. Bei den Kisten. Ja, ich kann es nicht sehen. Warte. Wir spielen doch eben bis 12 Uhr, Tim, und dann machen wir einen Vibe. Was? Okay.
Nein. Ich habe gesagt, dass ich mich schon, wenn wir Schabze. Irgendwann mal, ja, wenn wir irgendwann mal neue Karte spielen, dass ich mich eigentlich schon auf neue Gebäude freue. Oh, ich war gerade in einem krassen Gebäude drin. Da kam ein Keller nach dem anderen mit irgendwelchen Gefängniszellen und weiß ich nicht was. Und es ging immer tiefer, tiefer, tiefer rein. Total verrückt, habe ich noch nie gesehen. Was war das? Ach, im Real Life. Okay. Bloody, in den anderen Sachen sind auch noch Sachen drin, ne? Mhm. Ach, deswegen müssen wir real sein. Ist hier jemand eingeschlafen? Deswegen müssen wir ruhig sein, sonst vibet Eilinchen nämlich. Ja, super. Alter, was ist das? Bei mir war die Leitung weg. Hörst du das, Tim? Was denn? Ja, dieses... Mein Kind ist weg! Keine Ahnung, bei mir war gerade die Leitung weg. Du meinst Tesla? Das klang echt gerade voll so. Tess! Bist du denn echt auch mit der Kernsäge unterwegs, oder was? Achso, das ist ja die Tastatur von dir, ja. Nein, ich meine, die Tastatur hat die Kettensäge. Ja, aber du steuerst ja trotzdem mit der Tastatur die Kettensäge. Nee, mit dem Controller. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Echt mit dem Controller? Ja. Achso, ich dachte, aber das machen die PlayStation-Leute doch auch, oder nicht? Ja, aber da hast du gar keine Möglichkeiten auf PlayStation. Ich hab Tastatur und Controller. Er spielt mit dem Tastatur-Controller. Der rechte hat die Controller, der linke hat die Tastatur. Ey, hier ist gleich die nächste Mission, aber die können wir nicht machen. Zu riskant. Nee, keine Zeit mehr. Wir müssen uns eigentlich um Dings kümmern, aber ich darf jetzt auch nicht aufs Motorrad steigen. Das heißt, ich muss zu Fuß laufen. Ich muss auch also, Munition Leute, machen. Weil, wie gesagt, es kann gleich sein, dass er sich ausstellt. Ich hoffe tatsächlich, dass er sich direkt um 12 ausstellt. Wieso, was ist denn um 12? Mein, zwischen 12 und 1 startet mein Ach, dein Router. Genau. Ich hake nur im Moment mein ökologisch angepflanzte Wald weg. Mein Bio-Wald. Ja. Du darfst dich uns ruhig mitteilen. Oh ja, und Kies muss ich noch machen für ein paar Straßen. Das ist besonders wichtig heute Nacht. Ja, Leute. Das ist eine Feuerwehr, aber ich glaube nicht, dass ich da überleben würde. Und Tim, das... Hammerhart. Ja, das, wie du da schlürst, hört sich echt immer an, als ob du halt... Ja, so ein... Kaffee trinkst? Nee, als ob du so ein Schildchen, so ein, wie nennt man das für Hunde und Katzen? So ein Napp. Nee. Napf. Neben dir stehen das, wo du dann so reinschlapperst zwischen. Ich kann mir das auch genau vorstellen. So, ich gehe erstmal zu Fuß, weil ich habe einfach Angst, dass ich gleich mein Bike verliere. Vielleicht, du kannst sonst zu euch schon vorfahren, ne? Wir wissen noch nicht mal wohin, ne? Das ist das Schlimmste eigentlich. Oh, the police. Guck mal, the police tritt da auf. Aber ich glaube ohne Sting. Und Roger Daltrey. Von dem habe ich ein Solo-Album. Meine Mama auch, die liebt den. Muss ich mir ständig anhören. Hier Roger Daltrey, echt? Nee, Sting. Achso. Hier ist eine Rampe an so einem Teich. Das ist Tim seine. Psst. Oh Mann. Psst. Deswegen ist das Wasser da auch so gut.
toll, weil ich dreimal daneben geschossen habe. Alter, ich glaube, ich muss dich ein bisschen leiser machen, weil es hört sich ganz krass an mit deiner Kettensäge. Ich verstehe nicht, warum das dann so brummt bei uns. Oder bei mir. Nee, ich höre das auch. Ja, ich weiß auch nicht warum, tut mir leid. Es hört sich an, als ob du mit einer echten Kettensäge zugange bist. Oder bist du mit einer echten Kettensäge zugange und ja, das wäre echt, schreibt der Chat auch gerade. kann ja sein, wir kennen uns nicht. Es könnte sein, dass du gerade zum Beispiel deine Frau zerlegst, wenn du lachst und mit uns sprichst, wer weiß das schon. Ja. Nee. Ja, ich auch klar, aber. Ja, ich habe einen ganz gewissen Kopfhörer. Da ist halt so, da fühlt mit und da zeigt euch alles. Der Wahnsinn. Zeigt auch euch, wie ich auch am Arbeiten bin, was ich tue. Was wollt ihr mehr? Nee, wow. Ich weiß es wirklich nicht, woran das liegt, dass ihr das jetzt hört. Ja, seht noch mal einen Baum. Schwierig. Und ich habe nicht genug Buchstaben mit, aber ey, wie viele Legen gibt's denn davon? Das gehört, war jetzt ein Baum. Nö. Nee, den habe ich nicht gehört. Das nicht gehört? Nein. Den? Ja, doch, den. Ja, den hört man wieder. Ah, ich glaube, das ist, wenn du die Kettensäge ein bisschen schräg hältst, dann macht er ja lautere Geräusche. Das hören wir tatsächlich. Hey, Bohemian. Wenn du mit der Kettensäge von, also die Kettensäge rechts den Baum hältst. Gerade. Hat man jetzt ganz minimal gehört. Wie hast du die Kettensäge durch den Baum bewegt? Gerade, halt auf den Baum zu. Von links nach rechts? Ja, gerade rein. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Also ich weiß zum Beispiel, Miele, der geht immer drum rum. Nerv nicht. Ach, ich brauche ja auch noch Honig. Das stelle ich ja gleich. Ich habe auch so ein Pech, ey. Ist ja gleich, das sind ja nur noch 2-3 Bäume. Und du machst gleich deine Base. Eigentlich hast du ja gesagt, ich soll bei dir auch mal Horde machen, ne? Mich? Ich buddel die Bäume mal aus. Hast du nicht mal gesagt, ich soll auch mal eine Horde bei dir machen? Wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Ja, aber bei dir machen ja schon die Wanderhorden alles kaputt. Weil die machen ja die Wanderhorden schon alles kaputt. Die Wanderhorden machen ja schon alles bei dir kaputt. Nein, nicht mehr, das war. Ja, ich frage nur, nicht so wie. Wir haben ja die letzte Horde, die ich gemacht habe bei Shaki und Darak, da ist auch die halbe Basis auseinandergeflogen. Ich meine, gut, ich war mit Tim da und mit Spider, die haben ja wenigstens da mitgeholfen aufzubauen. Ja, ich war am Ende quasi, dass der Arsch da nichts getan hat. Ne, aber bitte, ich hab nur Holz. Bringt keinem was. Also wenn ihr eure Munition mitbringt, weil das ist bei mir Mangelware, dann seid ihr herzlich willkommen. Ja, nee, da kommen wir nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich muss ja mal gucken. Weil wir müssen ja mit. Wir sind ja zwei Leute. Ja, auch Elias. Ja, dann schau nach, was du hast an Muni. Ich muss jetzt erstmal warten, bis mein. Ja, kann ich nicht. Mein Router muss ja erstmal. Ich habe eine Stahlschaufel endlich. Oh, die 6. Die 5er ist 10.000 mal besser oder was? Achso, nee, oh Mann. Hast du an Schrotflintenmunition? Guckst du den Stream? Ja, was sagst du jetzt mal? Hier, Tier fährt wieder ein. Wo ist die Dame? Voll erwischt, ne, würde ich mal sagen. Hier. Was soll ich denn hier nehmen, Mann? Das ist gerade scheiße. Oh ne, jetzt geht das wieder los. Nein, jetzt habe ich die leere Dose wieder eingesammelt. Das kann wohl nicht wahr sein.
Was geht los? Wenn ich ins Inventar gehe, dann geht hier voll die Konsole auf. Hab ich. Ey, Hausik, hör mal, was wir hören. Ich muss neu starten. Ich eigentlich auch. Irgendwas spinnt hier. Ach. Der war wieder Schade. Hausi, moin. Kommst du gerade richtig? Wozu? Ja, jetzt Hornnacht. Ihr kommt doch nicht ins Spiel. Achso. Im Spiel? Hä? Weiß ich nicht. Ist im Chat oder nicht? Ist der im Chat oder im Spiel? Checken. Na, was denn? Wie trinkt ihr denn? Du trinkst ja nur aus der Dose. Du Umweltsau. Ja, weil wenn ich aus der Schüssel trinken würde, dann hätte ich wohl meine ganze Nase in den Bart nass. Wie bist du im Chat? Achso, im Dings-Chat. Ja. Wer kann eine Stahlschaufel für 5er gebrauchen? Eine Stahlschaufel? Mein Chucky. Chucky ist da. Ich könnte sie gebrauchen, ich habe nur eine Eisenschaufel. Ja, nimm die. Nimm die Stahl. Du, wo ist die denn? Hä? Du bist schon losgefahren. Ja. Ich trau mich jetzt nicht loszufahren. Ich bin schon im Tunnel. Ja, ich kann aber halt nicht losfahren, weil... Ja, aber ich dachte, dein Reconnect ist so gegen um 1. Zwischen 12 und 1. Die Idee war dahinter, ich hatte den ja sonst um 14 Uhr ja. eingestellt. Ja. Und dann hatte ich den Router ja auch eingestellt auf 14 Uhr. Ja. So, und dann war das aber ja letztens, dass ich direkt zweimal hintereinander dann disconnected worden ist. Einmal mit dem Router und einmal mit dem Server. So, und da habe ich bestimmt, ey, ungelogen, 20 Zuschauer verloren. Dann habe ich gesagt, so, nee, das darf nicht so gleich so schnell sein. Weißt du, dann schaltet gerade einer ein und sieht, der hat nur Probleme. Im Real Life und im Spiel und so. Geht nicht. Und jetzt habe ich 12 Uhr gemacht, weil ich habe gedacht, 12 Uhr, das ist immer noch so eine Zeit, ne, wenn ich jetzt anfangen würde zu streamen, würde ich wahrscheinlich um 12 Uhr schnell was essen und dann erst anfangen zu streamen. Das heißt, hier wäre gerade hinter mir der Server Neustart, der Router Neustart. So, klar, wenn ja. ich durchmache, lässt sich es nicht vermeiden. Dann lässt sich es nicht vermeiden. War die Nacht bei euch an der Base? Moin, Chucky. War die Nacht bei euch an der Base und wollte Beton kaufen? Ihr habt ja gar keinen mehr in euren Maschinen. Das war Chucky. Alles gekauft. Ja, Chucky. Aber das habe ich alles gekauft. Hausi. Elias, lässt du es? Brauchst du dich offen? Kannst du auch direkt zu mir bringen. Oh Mann. Hier, Karten reißt die Leute, ne? Ihr habt keinen Beton mehr in eurer Vending-Maschine. Ich war bei euch und wollte Beton kaufen. Ihr habt gar keinen Beton mehr in eurer Vending-Maschine. So ist das vielleicht manchmal. Hä? Ich hab Minusbeträge in der Schmiede. Minus 20.900 Stone und minus 20.700 Clay. Ja, dann fahr mal ab. Und dann bekomme ich natürlich hier denselben Fehler wieder. Das ist doch scheiße. Ja, ich kann da jetzt gerade nicht viel machen. Wie können denn da Minusbeträge drin sein? Tja, ich habe das noch nie gehabt. Ich auch nicht. Saß nur gerade. Ich sowas ja auch nicht aus. Ich habe nur gehört, dass bei einigen Minen irgendwas buggy ist, dass man Schmiede. Bestimmte Sachen nicht zu viel reintun soll, weil er die ganze Zeit versucht, irgendwie wieder zu Reb zu produzieren und dass sie dadurch verbuggen können. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Oh, jetzt 700.000 Coins habt ihr jetzt schon, oder? Da ging das ja doch recht schnell.
Ja, ich habe ja auch, also 50, 60.000 habe ich ja auch bei euch gedacht. Kannst du Derek auch sagen, dass ich so viel Geld schon bei euch gelassen habe? Deswegen hatte ich halt auch keine Zeit, bei euch die Basis zu reparieren. Weil ich muss das ja eben. Das wird immer gerne übersehen. Voll der Move, hast gesehen? Oh Mann, ey. Komm, ich hau auf den Körper. Ist besser. Wichser. Nein, ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich bin letzte Hordennacht einfach. Eure Basis ist völlig weggesprengt worden. Ich halt einfach verpisst, dass ich in die Hordennacht war, hab euer Beton weggekauft und bin halt abgehauen. Denn Tim und Spider, ich weiß nicht, die sind... Du wolltest doch kein Housekeeper spielen, ja, Moment. Kann man meinen Router jetzt mal hier zusehen? Wow! Nein! Oh Gott, da verdrücke ich mich, ob ich so verjagt habe. Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Ich glaube, das sollte auch nur mich ein bisschen ärgern sein. Fakt ist aber trotzdem, ich habe halt nur Holzframes zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich wäre im Grunde genommen, wäre ich halt nur eine Sicherheitslücke gewesen. Wenn ich damit Holzframes aufgewertet hätte und bei der nächsten Hordennacht, ja. Kommst du gleich rein? Ich glaube nicht. Was bist du eigentlich die ganze Zeit am Essen? Ja, hör jetzt auf, das Zeug zu essen. Warum? Weil du sonst gleich wieder Zähne putzen gehen darfst. Holzfäbs sind einmal, macht sie doch so, oder? Nee, das wollten wir erst. Wir haben daran versucht zu überreden, ob wir von Chucky die Hordenbase komplett abreißen und 1:1 nachbauen mit Holz und anmalen. Aber Darak hat gesagt, das wäre zu gemein, das wäre auch so viel Arbeit, das dann abzubauen. Und dann habe ich gesagt, oh Mann, jetzt ist ja gar kein Spaß. Er hatte noch gesagt, das verstößt doch gegen die Regeln. Dann habe ich gesagt, ich bin der Chef. Daniel C., ich bin vorhin eingeschlafen. Schreibe dir dann im Discord gleich. Ja, schön, aber ich werde es wahrscheinlich nicht lesen können. Oder meinst du wegen dem Passwort? So, bin weg, die Abo. Alles klar, ciao! Ey, hier liegt doch noch irgendwo ein Schatz auf dem Weg. Seht ihr das? Ey, das ist ja schon 16.03 Uhr. Ey, sag mal, ist die Horde noch bis... Ist die noch vor 1 Uhr? Ja,
Ja, ne? Glaube ich nicht. Ja, ich glaube aber schon. Ich weiß es nicht. Wenn ein Tag 2 Stunden dauert, dann ist um 12 Uhr 1 Stunde weg. Das heißt, 12 Uhr sind 12 Stunden und um 6 Uhr ist davon die Hälfte, minus 2, ja, ist Feuer. Oh, konnte ich jetzt nicht folgen. Ich auch nicht. Du fragst. Ja, ist auf jeden Fall Feuer. Warum und wieso ist doch egal. Keine Ahnung, die Zettel ist für mich eh noch zu hoch. Achso, ja, aber ist ja nicht so schlimm. Du darfst ja auch ruhig 50 Mal sterben. Das Tim auch, glaube ich. 39 Mal. Also das... Ich wollte gerade sagen. Ist ich hier nicht. Also wenn jemand Neues ist, wir hatten das auch, wo der Wirtix mitgespielt hat. Das ist, der hatte sein erstes Spiel. Stengi, denk dran, hier oben steht noch dein Kyro, ne? Wo? An der Base. Ach, die ist auch noch nicht leer, ne? Das ist ja auch alles hier der totale Stress. Wir wissen ja noch nicht mal, wo wir jetzt Horde machen. Hm. 16 Uhr Ingame, also 6 Stunden ist ein Vierteltag, 11 Uhr 30 Minuten. Ja, ja, sag ich ja. Ich denke, ihr macht das bei, ja, da bei dir nebenan, bei Black und Sahne. Ja, das könnten wir notfalls auch machen. Aber dann müssen wir die ganze Scheiße auch reparieren und so, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist halt, das ist eine Alpha 17 Horden Base. Die Base muss das so oder so reparieren, auch wenn es deine eigene wäre, oder? Er ist ja jetzt meine. Ja, dann nimmst du halt ein bisschen Beton ins Hand und reparierst. Nein, ich meine aber, was ich meine ist, das, ja, ist egal. Das ist eigentlich eine 17, Alpha 17 Base. Ich habe bei der letzten Hordennacht gehabt, da haben die angefangen alles zu unterbuddeln. Und das wollte ich halt vermeiden. Ja, aber wir machen die bei uns. Wird schon schief gehen. Ja. Du, sonst bauen wir halt was Neues hin. Ja. Und wie gesagt, der Müll halt einen Platz da unten, der ist ja auch bald frei. Ja, wir können einfach überall um uns Rampenbasen und so bauen. Wenn alle Strecke reißen, ab aus Fahrrad. Was? Ist der Papa schon aufgestanden? Nö, ist er nicht. Also ich laufe jetzt bestimmt nicht wegen dir da rein. Nee, auch du nicht. Diskutieren der bei mir, sonst kriegst du gar nicht, dann nehme ich nicht. Du hast dein einziger Tut, bleibt die dumme Miene. Ja, das behofft jeder, oder? Aber ist doch nicht so schlimm. Ich finde, dieses Spiel ist auf diesem Spiel kann das sehr schwer nur einschätzen tatsächlich. Und Mama habe ich richtig Probleme und dann geht's wieder. Ich meine, jetzt die Probleme selber verursacht, weiß ich. Aber Mama kommt dann auch doch auf einmal so unendlich viel Zombies. Ah, das ist eine normale Schatzkarte, ne? Die sind immer richtig scheiße. Das ist auch eine, die Tim versteckt hat. Hier, Taylor Schatzkarte. Tim ist ein Pirat. Und der versteckt immer zwischendurch ein paar Buddeln rum irgendwo. Deswegen heißt das Ganze hier auch gerade rumbuddeln. Ja. Und ich habe nämlich auch noch die Brille auf, da ist er. Die Brille auf, dass das Gebiet weiter auseinander ist. Wow. Wie das war's? Oh.
Oh Gott, da kommen Zombies. Es kommen da sonst meistens Zombies. Alter. Ich bin jetzt echt voll zu Fuß hier hingegangen, Mann. Ach, ich wollte jetzt natürlich ein Berg gehen, habe ich auch gar nicht gemacht. Ah ja, wegen dem Schatz. Wahnsinn, da wohne ich gar nicht. Hier wohne ich. Ich bin hier lang. Ich bin noch mal infiziert. Ich muss ein bisschen aufpassen. War klar, dass ich mich wieder infiziere. Selber, wenn ich meinen Lümmel einfach überall reinstecken muss. Was soll ich denn das wissen, dass du mich filmst? Hä, hey, streame. Klar film ich mich. Nein, meine Große. Ich hab gerade die Katze gefilmt. Warum? Keine Ahnung. Erinnerungen sammeln. So. Ja, sorry. Oh Mann, ey, mein Kopf funktioniert alles echt gut. Da bin ich keine große Hilfe. Ich habe hier irgendwie so einen komischen Wohnwagen entdeckt, der hier steht. Da. Irgendjemand wollte hier schon mal hin und hat mir den Wegpunkt geteilt. Darak. Muss das gewesen sein. Die A steht doch bestimmt für Darak, oder? Oder als Ortsbezeichnung da. Kann ich mir nicht vorstellen. Sieht bewohnt aus. So, wo jemand zu Hause. Jetzt checken wir das Radar. Mehr können wir nicht sehen. Hier wohnt Slade. Ja, aber Slade dauert es halt noch. Ja. Irgendwie ist das gerade voll krass. Ne? Um uns herum wohnen lauter Leute, die aber gerade momentan nicht spielen können, leider. Wenn das weitergeht, dass immer jede Woche ungefähr 500 Leute hier drauf kommen, claim und dann nicht mehr weiterspielen, dann können wir hier aber gar nichts mehr bebauen. Aber Tim ist ja schon fleißig dabei, sich die ganze Map, die Welt hier schafft, hier zu erobern. Was ist denn passiert überhaupt mit der Mine, Chucky? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch einmal dadurch sterben wirst, dass Dark dich tötet. Bei der Hordennacht, da war das nämlich auch so geil. Dann sagte er noch, er bleibt dieses Mal nur ganz, ganz, ganz ruhig stehen. Ja, und er ist mir fast ständig vor der Flinte gelaufen. Wie spät ist das? Alter, das ist... Oh Gott. Hallo. Hi. Na? Hallo an alle. Nein, als Rache glaube ich nicht. Der ist mir ja auch davor gelaufen. Ich habe ihm das doch gesagt. Weißt du, erst sagt er, er versucht ganz ruhig zu sein. Wie geht's dir? Ja, ich glaube, da muss ich nicht jetzt viel zu sagen, oder? Du immer zwischendurch oder was machst du? Nee, das ist meine Nailgun. Deine Nailgun macht. Geht's dir? Gut. Das meine ich gar nicht. aber trotzdem schön zu hören. Kannst du jetzt aber nicht verstehen, wenn ich dich vorher anspreche. War jetzt auch doof von mir. Wow. Manchmal sage ich das auch nur so. Dann habe ich keine Lust zu erzählen, wie es mir geht. Das haben die Menschen damals. Aber das kennt bestimmt jeder. Das war damals auch tatsächlich viel mehr so. Egal, wenn du, weißt du, bis einkaufen gegangen hast, 20 Leute wieder getroffen und immer, ja. Gut. Und heutzutage, ja, wie geht's hier? Ja, nicht so gut. Oder weißt du, gehst einkaufen und bist
10 Stunden unterwegs, weil jeder seine Probleme erzählt. Ja. Auf der großen Baustelle ganz oben liegt eine Mine und ich fand, du dachte, das geht aus, wenn ich von der Leiter aus draufballere. Ging nicht aus. Ja, aber so lernst du. So lernt man auch dazu. Oh oh. Oh oh, Leute. Wir sind schon so weit. Wollen wir es riskieren? Ja komm, wir haben keine große Wahl. Ich würde so gerne jetzt eben mit dem scheiß Bike hier hinfahren, aber ich werde gleich ausgelockt. Und ich weiß, ich werde genau diesmal kurz um eins ausgelockt. Kann man das denn auch verschieben? Ja, der muss einmal am Tag sein, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel schnell eingebe, mach ihn um später, dann geht das nicht. Mir geht's auch gut. Ich komme hier auch einfach mit den ganzen Sachen, die hier aussehen, überhaupt nicht klar, ey. Hast du auch gerade gespielt, Chavella, oder spielst du gleich? Also, für alle es wird wohl keiner hier sein, der Chavella nicht kennt, spielt auch 7 Days und ja, wenn ihr natürlich interessiert seid, Ausrufezeichen, Spielecke, oder direkt auf ihren Namen klicken. Heute Sonntag ist nichts für den Tag. Du machst jetzt einen Restart, dauert zwar ein bisschen länger, aber dann bist du safe, dass das nicht in den Horizont passt. Das sagt ihr jeden Tag. Und ich werde auch heute dazu sagen, wenn ich jetzt einen Restart per Hand mache, dann dauert das 10 bis 15 Minuten. Und wenn er sich einfach nur ausloggt und wieder einwählt, dann sind es... Es ist tatsächlich nur ganz, ganz kurz. Es sind ja nicht viele da, schmeiß alle aus dem... Und stopp die Server. Warum soll ich den Server stoppen? Was hat der Server denn jetzt damit zu tun? Also ich meine, Neustart vom... Router ist bei mir. Muss ich mal gucken. Ich meine, ich weiß ja, wie willst du denn auch einen Router-Neustart täglich einstellen? Weißt du, der kommt dir ja immer in die Quere. 24 Stunden lang Streams kommt dir irgendwann in die Quere. Es sei denn, du startest dann halt direkt, wenn er gerade war. Was machst du? Du bist ja schon da drin. Bloody. Ja, auf dich warten. Oh Gott. Den ganzen Tag. Guckt euch das an. Wie viel Farmplatz wir noch brauchen. Ey, guck mal, hier geht's aber schon. Hier. Es wird. Ist die eigentlich schon jetzt hier gewesen? Elias! Ja. Nein. Die Mistverwandtschaft hat dich zum Essen eingeladen. Oh nein. Mandra, das tut mir so leid. Lol. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich baue Munition und jetzt habe ich gerade die Werkbank geöffnet und jetzt fängt er an, die Munition zu bauen. Dabei war ich bestimmt jetzt eine gefühlte halbe Stunde weg von der Werkbank. Ja. Stängert nimm Honig. Ach ja. Tim, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Oder Antibiotika oder keine Ahnung. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Moin. Ah. Ein Proxy! Live on air.
Wow. Hab mich gestern voll gefreut, als ich gesehen habe, war das gestern? Ja, dass du die Video spielst. Ich habe gedacht, nach vorgestern würdest du dich hier nie wieder blicken lassen. Nee. Also zweimal komme ich noch. Bis die Alpha 18-2 rauskommt. Ach so. Ja, nicht, was du jetzt gedacht hast. Wie wann kommt die denn raus? Keine Ahnung, aber ich schätze mal, vielleicht noch eine Woche oder so? Mann, ey. Denke ich mal. Alles ärgert mich. Oh, schön. Oh, Elias, was soll denn das schon wieder? Mir ist gerade der Stream abgekackt. Wegpacken, aber ganz schnell. Ist der Stream abgekackt? Wenn du mit Roller fahren willst, zieh dich an und geh raus. Lieb sein. In den Nebel. Ey, Evo, ich pinke mal. Ich hab mich auch gesehen. Das ist total neblig draußen. Mhm. Wahnsinn. Ich komme online, schalte die Feature ein und sehe direkt, wie ich dein Gesicht 2 Sekunden später die Feature da rein. Also, was mal. Verbindet. Ehrlich jetzt oder was? Was denn? Ich weiß gar nicht, wie das hier alles funktioniert. Nee, gute Hosen gibt's nicht. Was funktioniert? Das ist okay. Das Spiel. Ja, die Schmiede funktioniert nicht mehr hier. Ich bin kurz AFK. Okay. Mutest du dich eben? So, ist er jetzt wieder da, der schöpfte Riemen. Ich guck mal, ob er wieder da ist. er meint live. Okay. Sind wir wieder da. Proxy jo. Ist live. Passend zum Switch. Neuen Stream. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Da sind wir. Beim Stengert Gaming Universum. Ja, sollte man sie von fern halten. Mit sagenhaften 64 FPS. Echt? Ich habe nur noch 10. Bei mir ist hier alles am Abkacken. Okay. Oh, es ist Hordentag. Ach du Scheiße. Ich dachte, deswegen kommst du jetzt rein. Nee, ich kam eigentlich rein, weil unser Sonntagsfrühstücksstream etwas früher zu Ende war als geplant. Aber ja, dann gehe ich mal munter drauf, ne? Wieso? Komm doch hier eben zu uns. Ich weiß ja nicht. Wir alle zusammen drauf. Mach mal Einladung, hast du schon? Nee. Ich sehe aber auch gleich raus, ne? Ich habe gleich einen guten Neustart. Ach, das auch noch? Ja. Also nur du oder was? Ja, denke ich. Ich weiß nicht, wie die anderen ihre Route eingestellt haben. Der 18. So. Okay. Ich habe zwischen 12 und 1, glaube ich. Ich kann mich aber auch nicht mehr genau dran erinnern. Warte, ich teile mal eben. Meter? Okay. Ich teile mal eben. Ja, wir wohnen alle ziemlich nah zusammen. Dann gucke ich mal, wie ich denn zu dir komme. Mann, wie heiße ich denn nochmal hier? Warum kann ich in mein Rad nicht sitzen? Was ist denn hier los? Du kannst auf dein Rad nicht sitzen. Hast du das richtig rum? Ah, jetzt ist es. Ja, mach mal, ne? Du bist grün. Was bin ich? Grün bei mir. Das sind Bücher, ey. Du bist aber mitten hinterm Berg, ne? Oh, scheiße, das ist ein Hund. Nein! Mitten hinterm Berg. Warte jetzt. Hund, kein Sattel Hund, drauf. Hund. Daniel, Steve. Ich glaube, ich kriege ein Problem. Ich hoffe, ich habe den Hund abgehängt. Oh, da muss aber einer von den Mods einspringen. Da wird hart Eigenwerbung gemacht. Aspo. Mine macht schon wieder Werbung. Ausrufezeichen Mine, liebe Leute. Haut's rein. Ausrufezeichen Mine. Na, sowas. Wir hatten so viele Bäume gesetzt. Ey, das weiß ich auch nicht. Deswegen funktioniert es. Oi, danke dein Follow, Chevella. Das ist aber lieb. Und einen schönen ersten Advent. Ja, bei uns geht's nicht so christlich zu. Ach, da bist du. Ach, jetzt sehe ich endlich mal das Ding hier so in voller Größe hier so. Also, die Auffahrt, deine Auffahrt hier. Ich darf noch sehr bippen, es sind Frauen anwesend. Bitte noch mehr Niveau. Sonst komme ich mit der Creme. Ich habe noch Öl hier. Boah, ich hast ja echt das Ding fertig gemacht hier. So richtig schön. Wie viel ist das? 6 Block breit oder 7, ne? Was? Deine Auffahrt hier. Halleluja. Ja. Das war da stand als erstes. Krass. Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte im ersten Moment. Ja, voll knapp hier alles. Ich muss eben hier. Ich muss ja gleich auch noch, wenn ich. Es dauert ja gleich auch noch Zeit, bis ich wieder hier das Spiel starten kann. Wo ist denn eigentlich eine Base? Ich habe keine Base. Ernsthaft? Du hast nur einen Garten?
Ey, wenn jetzt hier nochmal einer irgendwas hat. Ich habe aber heute Morgen habe ich eine Schmiede gebaut. Du hast angefangen. Okay. Läuft auch. Okay. Oh. Ich war ja 2 Wochen krank. Ich hatte ja keine Zeit. Hast du Muni? Das wäre vielleicht nicht unwichtig. Für dich. Jawohl, ich frag nur. Pfeile. Nee, ich dachte jetzt eher so an 7er oder so, oder 9er. Ja, warte, ich kann dir gleich was geben. Ah, aber zu mir kommen und sagen, er hält keine Muni. Ich hab gesagt, ich komme nicht zu dir, weil du Muni willst. Nein, ich habe gesagt, ihr müsst eure Muni mitbringen. Ich habe meine eigene. Ach so, ja. Ja, dann wäre es also jetzt für mich besser gewesen, wenn wir zu dir... Hunger habe ich auch noch. Ich habe nur 49 Stamina noch. Oh je. Oh, ich bin raus. Jetzt ist er raus. Da habe ich mir ja einen guten Zeitpunkt ausgesucht zum Joinen. Irgendwo erkennt. Oh ja, Mandra. Wird mir auch freuen. War doch letztens, als ich dann an Tag 70 war es, auch rüber gejoint bin, wo auch die Horde war. Da bin ich allerdings um 22.40 Uhr oder sowas gejoint. Das war auch ganz witzig. Mitten in Horde rein. Das ist heftig. Toll, jetzt habe ich wieder Hälfte Zuschauer weniger. Ich könnte kotzen, ey. Ach ja, die kommen bestimmt wieder. Ja, deswegen brauche ich eine WhatsApp-Gruppe, dass die ganzen Lurker Bescheid wissen, dass sie wieder reinkommen müssen. Dann mach doch. Einmal, ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Die Mädels, ey. Wieder da. Ja, wie. Was ist mit den Mädels? Ja, wenn die alle meine Nummer haben. Voll das Wunschdenken. Ich habe jetzt auch nur noch 14 Zuschauer hier offiziell stehen. Eben waren es noch doppelt so viele. Die sind alle wegen dir weggelaufen. Ja, deswegen habe ich das doch gewundert, dass du nochmal wiederkommst. Ich hoffe, die halten das durch bis nächste Woche. Ja, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, weil ich kann auch nicht mehr so gut. Ach so. Also die letzten 2 Tage brauche ich nicht mehr. Du meinst für einen 80er, oder wie war das, ne? Also ich weiß nicht, was vorgestern oder 4 Tage, wie lange ist das jetzt her, was da alles mich geritten hat. Ich war wie in einem Film war das. Ich war's also nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es lag vielleicht an den ganzen Energy-Drinks, die haben so einen leichten Effekt. Tja, das kann wohl sein, aber ich habe gar keine Energy getrunken. Ah ja, doch, habe ich doch. Ich stehe da 2. Mm. Und dann auch noch die Mischung. Oh, oh. Ja, so sieht's aus. Okay, dann werde ich dann mal hier... Nee, du musst zu Bloody laufen. Ja. Oder meinst du, wir stehen da einfach? Wie jetzt? Nee, aber eigentlich musst du da ja stehen bleiben, weil sonst kann ich die Muni ja nicht geben. Ja, erstens mal das. Moin. Ich mache mir mal einen Schlafsack. Ja, ist gleich Horde. Und guten Morgen. Moin, Mädchen. Ich sag mal, Schüssel, hoffentlich dauert es nicht bis zum nächsten Mal. So, ich komme mal wieder hoch. Bei mir machen, aber jetzt ist natürlich. Ja, gut, um die Zeit sind wir nicht mehr dran, ne? Der tut wohl schlecht bei dem Weg. Toll. Mhm. Was denn? Was stehst du noch neben mir irgendwo? Hier, jetzt. Anti? Ja. Achso, jetzt hast du dich da hingestellt. Warte mal. Ja, ich will mir unten noch Gras holen. Ich hab alle eingeladen. Den Schlafsack. Ja, geil. Den Schlafsack kannst du irgendwo hier hin. Oh ja, wo? Genau. Okay, das war das, aber hatte hier. What? Ach, da habe ich noch 5 Stacks. Ja, hier nimmt das auch noch. Aber das musst du dann zuschauen. Wo ich überhaupt nochmal fragen, wie es dann aussieht. Oder? Ich hab noch was weg. Was weggeworfen? Ich schmeiß hier die ganze Zeit hier was hin, ne? Also 2 habe ich jetzt aufgenommen. 2 nur? Ah ja. Ich habe aber 4 geworfen. Was? Was ist jetzt? Wo sind denn die hin? Oh nein, sind die hier durchgefallen? Also ich habe jetzt 9er habe ich jetzt und 9er? 9er. Sind die irgendwo da unten? Oder Chat, wie viel habe ich geschmissen? Also ich habe nur 2 Beutel hier gesehen.
Wie viel hast du eingeworfen? Das Preisrätsel. Läuft. Ja, warte, ich weiß nicht, was uns hier jetzt hin. Repair-Kits habe ich nur 5. Müsste aber eigentlich reichen, ne? Ja, ich hoffe. Ich glaube so. Ich habe noch ein paar. Ich habe nämlich gerade auch noch, obwohl ich habe 25. Ich leg mal schnell meinen Schlafsack. Kommst du eben hier runter, dass ich dir das so schnell hingehen kann, weil ich muss mich noch nicht töten. Ist mir runtergefallen. Warte mal. Amandra, haust du ab? Oh nein, ich glaube, ich gleich nur noch 25. Oh, Stengi, du bist aber in der falschen Gruppe. Ich hab doch gesagt, dass ich allen eine Einladung geschickt habe. Hm. Ja, wie kannst denn du allen eine Einladung schicken, wenn wir noch unten waren? Oh, dankeschön. Ich konnte bei mir statt bei jedem Plus. Roxy ist auch bei mir in der Gruppe. Schicken kann man die Einladung. Wie, wo bin ich jetzt? Wo soll ich denn jetzt annehmen? Dann check meine Einladung. Leichtes Graus. Kurz vor 10. Nee. So, jetzt könnt ihr mich einladen, oder? Oh Gott, das wird alles so knapp, Mann. Ich hab gleich wahrscheinlich die Hälfte der Waffe. Ich bitte auch. Mit. Bloody. Der Anti muss euch einladen. Wer? Der gehört doch gar nicht zu uns. Der ist andere Gruppe, der muss alleine. Ach so, dann spawnen die doch so komisch. Nein, dann spawnen die so komisch. Sag das doch gleich. Ja, warte. Jo, ich bin jetzt bei dir. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Wo ist meine Muni? Muss ich auch raus, oder wie? Was? Alter Schmiede. Das ist ja noch schlimmer. Stress. Ist ja noch schlimmer als vor einer Stunde. Das war 3 bis 2 Tage her. Was habe ich denn jetzt hier alles? Ich stecke hier ein bisschen, habe ich überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt hier? Wo kann man jetzt hier einigermaßen vernünftig schießen? Okay, das ist jetzt richtig. Okay, Schrotflinte, Maschinenpistole. Ich habe gleich wahrscheinlich wieder die falschen Waffen mit alle. Leute, da müsst ihr mich jetzt entschuldigen. Kriege ich jetzt auch eine Einladung? Ja, danke. Ah, jetzt bin ich bei Antipass drin, ich drehe durch. Ja, so mal da. Das ist so geil. Ja. So, lass mich die Einladung schicken. Sag mir alle, wenn ihr in keiner Gruppe mehr seid. Wir hängen oben an der Kiste. Komm her. Hier, Foxy. Nein, mein Hubschrauber muss da noch weg. Ja, dann packen wir einen. Ach, da oben? Der ist voll. Der ist voll, das ist nicht gut. Der ist nicht voll. Ja, mein Moped auch. Boah, ist ja dunkel. Cool. Hast du irgendwo noch einen Mining-Helm oder so? Der ist nicht voll, sagt sie. Mining-Helm, das brauchst du sonst noch was jetzt gleich? Nö. Warte, hier nimm mal eben hier die Sachen. Alter Stengel, jetzt verarsch mich nicht, der war nicht voll. Der ist voll, ich weiß es, als ich mitgenommen habe. Hier, das Geld im Ohr, kannst du mal. Nein, ich kann nicht. Der ist nicht voll. Er weiß natürlich. Jetzt ist der voll, leer, meine ich. Ich krieg die Sachen hier aufgenommen, der will immer, dass ich in den. Jetzt. Ja, so wichtig ist es nicht. Aber jetzt erlaubt mich erstmal deine Gruppe. Scheibe. Darf ich? Wohin jetzt? Ich lade jetzt ein. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ich wollte. Was wollte ich denn? Ja? Geh mal aus deiner Gruppe. Wie geht denn das? Ich hab. So. Leave. Gehst auf Spieler und dann auf Leave. Okay, bin raus. Ja, liebe Leute, wir sind die langjährigen. Bin raus. Spieler und wissen nicht mal, wie wir aus der Gruppe rausgehen sollen. Moment, das geht jetzt seit 2 Alphas. Das war doch ein Scherz. Pass auf, hier sind. Ja. Mich einladen? Ja, komm einfach hier lang. Also, das ist ja, da kannst du, genau, da kannst du lang gehen. Und dann? Das hier, hier ist lang? Leider ein Bug. Stieg? Okay. Wow. Okay. Ich habe auch einen Bug. Die laden nicht, wenn man nicht online ist. Was? Batterien laden nicht, wenn man nicht online ist. Wer lädt jetzt ein? Okay, ich habe Minusbeträge in der Schmiede. Okay. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Oh, den Bug habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Hier ist aber nur Holz, ne? Mal. Oh, das ist angemalt. Früher war es dann so, dass die Schmiede im Arsch war. Weiß nicht, wie es jetzt ist. Okay, und wenn ich die Werkbank öffne, dann fängt er erst, der fängt an, Munition zu basteln, wenn ich die Werkbank aufmache. Und nicht vorher. Hab ich doch schon. Fuck. Okay. Ich kann es dir leider nicht sagen, wie es zu lösen ist, aber da ist irgendwas komplett. Ihr müsst mich sowas vorher fragen. So, hier. Ich hatte das Problem selber nie, aber andere auf dem Server hatten das ein paar Mal, wo ich es gesehen habe oder mitbekommen habe, aber ich weiß nicht mehr, wie sie es gelöst haben. Was ist denn das hier überhaupt? Dann kann man das vielleicht googeln.
Ja, das ist egal, da brauchst du nicht ja, runter. Ich glaube, das Problem kam öfter vor. Wenn das okay. Ding stürzen sollte, dann hauen wir ab. Ne, habt ihr alle Fahrzeuge? Ein Rad. Das ist ein Rad. Warte, dann muss ich Rad wollte ich holen. Ich will auch mein Rad holen. Ist ja nur noch eine Frage. Motorrad ist egal. Habe ich Sprit mit? Ja, habe ich. Ist egal. Wow. Wow. Also das ist eine 17er Base, ne? Ich war, wo ich letztes Mal die Horde gemacht habe, hat die nicht funktioniert wirklich. Was für eine Base? Eine 17er, okay. Ist das da unten mit Spikes oder was? Nee, ohne. Ja, die laufen da dann einfach wieder hoch, aber das Problem, was ich hatte, war, dass die den, das ist ja hier auf dem Berg und die haben den ganzen Berg untergraben. Oh, das hört sich gut an, ja. Ja, das war, ja, ja. Das war mal nicht meine und da war das dann halt ein bisschen doof, aber jetzt ist es halt meine, deswegen würde ich nämlich gar nicht hier kämpfen. Ach, ist dein ganzes... Also Bloody gehört hier auch. Hm. Also eigentlich mehr sogar Bloody als mir, weil... Halt sollen wir hier vielleicht mal eine Kiste hinmachen, wo ich das Zeug ranmachen kann? Schaki, die ist violett, weil das die Basis von Sahne war. Von Insane. Die ist hübsch. Die Basis oder Insane? Die Basis. Ja. Nein, Jessie ist auch eine hübsche. Echt? Woher weißt du das? Ja, ich weiß. Ja. Ich hab die schon live gesehen. Nee, okay. wenn man zusammen spielt, ist es am besten, dass nur die Gruppen, die an einer Stelle stehen, zusammen in einer Gruppe sind. Ah, alles klar. Weil ich habe gehört, dass das was mit dem Spawn-Verhältnis der Zombies zu tun haben soll. Kripsel-Trapsel. Wo soll ich dann ganz rausgehen? Genau, als da habe ich. Ja, du machst die Horde auch woanders hin. Ich bin bei mir, ja. Ja, Tim, der hat uns nicht erlaubt, dass wir zu ihm hinfahren kommen dürfen. Ja. Kein Platz. Kein Platz. Ja, du hast vor ein paar Tagen 10.000 Farbe angeschmissen. Ja, habe ich heute auch. Wow. Ich hab heute Schmiede gemacht, eine Tür gemacht und das nächste, was ich gemacht habe, war Farbe. Geil, oder? Los geht's. Also ich muss jetzt ein bisschen hoffen, dass meine Hornbase noch funktioniert, weil ich habe jetzt theoretisch einen offenen Weg zu mir hin. Aber der ist, glaube ich, weit genug weg. Aber wenn nicht, dann überrennen mich die Zombies jetzt gleich von. Wieso ist der offen jetzt? Bei mir? Ja. Ich habe eine Rampe, die jetzt halt nach unten führt in meine Base rein, damit ich einen Eingang habe. Die ist aber einige Meter hinter mir. Eigentlich dürften die Zombies nicht da langlaufen, aber sicher wissen tue ich es erst, wenn ich jetzt die Horde spiele. Ja, du kannst ja sonst notfalls dann herkommen. Ja. Ja, dann nimmst du mich mit. Ich habe mein Auto dabei zur Not, also. Bitte, eine Sache. Wenn die Zombies auf dieser Seite spawnen hier, ne? Also Richtung Norden. Alle gucken nach Norden. Mhm. Ja, okay. Also am besten vermeiden, nach Norden zu schießen. Aha. Weil letztes Mal meine ganzen Kisten da fast kaputt waren. Also man sieht sie von hier nicht, aber man schießt da direkt drauf. Oh Gott, es geht schon los. Oh Gott. Da müssen einfach wirklich gut zielen. Was willst du, Chad, Blattig? Was? Dann drückt ihr mir doch voll Glück. Einen rein. Good luck, Leute, good luck. Ja, ich weiß. Good luck. Da ist jemand im Norden. Da kommen sie alle aus Norden. Ja, war doch klar. Ja, komm, scheiße. Aber nicht mit Dingsen. Und hier geht der Slotter los. Ja, bei mir fliegen sie wieder wie Popcorn. Sonntagmittag. Ja, also die Horde ist nicht mehr so stark eingestellt, ich sollte sie runterstellen. Jetzt? Okay. Felder weg sein. Das nur. Achtung, Hund. Dann entwickelt er die Felle. Oder du wirst ja nicht auf die Wand kommen. Das kannst du auf die Farben packen. Ja. Ja, vielleicht schon.
Ja, viel ist ja nicht. Mir. Satz einfach gar nichts. Was soll ich denn sagen? Bla 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 bla. Also es sind auf jeden Fall keine 60 Minuten pro Person. Nö, das ist ja nicht mehr. Das hier sind wirklich 10 insgesamt. Habe ich nicht, meine Anzahl an dann sind auf 200. Okay. Das sieht hier aus wie 10 gleichzeitig. Soll man denn so ordentlich denken? Ich hoffe dann immer, dass die Worte, dass wir den ganzen anderen Scheiß noch irgendwie retten. Aber dafür ist die Worte. Aber wie, das machen wir doch auch, wenn wir auch anders haben, was wir jetzt hier am Ausdruck. Ja, ich spiele ja hier immer noch. Wir können uns auch noch lauter andere Streamer einladen, als Ereignis, dass alle da sind, wie zu Horde. So, so dass hier kein Platz mehr ist. Ja. Die und jeder darf da streamen. Dann rechnen wir das aus, ungefähr, wann das sein kann. Es muss halt immer einer instant auf dem Server sein, damit wir das genau ausrechnen können. Dann laden wir alle ein und machen voll das große Event. Mittwoch, die Zerstörung. Ich glaube, besser wäre einfach dann mal für einen Tag die irgendwie hier komplett alles umzustellen. Die Möbel oder was? Ja, die Möbel. Achso, du meinst die Einstellung? Ja, so dass ja, das habe ich auch schon gesagt. Irgendwie 5000 Zombies reinfallen. Ja, ja, das habe ich auch gesagt, aber dann haben alle gesagt, von wegen, ob du wirklich so verrückt wärst, deine Basis zu abbauen. Oh, sorry. Danke. Falsche Knopf. Als Klingelton das Handy, ne? Nee, ja. Hier, wenn du kurz oder auf Punkt gehst, dann hier von Wir werden nämlich immer alle noch fragen, ich bin auch da. Ja. Ist er kein Bündnis? Nee, kann das sein, weil er ist doch Ach so. Und, ist es bei mir nix, das wird's wahrscheinlich sein. Achtung, das sind alle Cowboys. Einer hat gerade voll im Es scheint wieder weiterhin zu funktionieren, also die Zombies kommen. Deswegen hat Jodie den Server gewechselt. Ja, doch heute Nacht, oder gestern Abend eigentlich eher so viele Leute zu tun. Ich hatte mal kurz, glaube ich, 25 oder 30 Follows gesammelt oder so. Ja, da war ich auch mit. Ich habe ja auch nicht noch Werbung gemacht. Leider auch nichts, oder? Ja. Ja, ihr könnt, glaube ich, Multistream, obwohl da ist Proxy nicht drin. Mine, warte, ist Multistream drin? Ist Mandra noch da? Die ist auch weg, ne? Ach, warte, hier haben wir... Mandra meinte bis später. Hattest du gestern oder vorgestern die geile Horde, genau. Ist das schon eine Horde? Weißt du schon, dass es mit der A82 ein neuer Map-Editor kommt? Nee. Das ist noch nicht. Claim Block. Was ist mit Claim Block?
Map-Editor brauchen wir nicht mehr. Das war sehr auf jeden Fall sehr unspektakulär. Also entweder könnt ihr auf Multi zum klicken, da weiß ich auf jeden Fall, da müssen Mine und Tim dabei sein. Bist du gerade auch am Stream? Ja, du schon, aber Bloody? Nein. Bis jetzt nicht. So, Proxy weiß ich nach wie vor gar nicht, ob ich da jetzt ein Dings drin habe oder nicht. Also ich mache den nächsten Moderatorenvertrag auf jeden Fall ab. Der Moderator sind, die dürfen auf jeden Fall nicht zum gleichen Zeitpunkt Stream oder selber spielen. Ich glaub, dann bin ich raus. Ach ja, stimmt, du bist auch am Spielen. Ja, ist ja kacke. Kommt mal eben schnell. Ja Leute, das hätte natürlich weiter aus. Ich dachte, ich verschieß aber auch nicht. Ich weiß nicht, dass ich das wieder ein bisschen runtergestellt habe, aber eigentlich ist es auch egal, weil beim letzten Mal, wo es hochgestellt war, ist es auch nicht anders gewesen. Warte, wir machen jetzt den Gascher anders. Ich guck mal eben hier, was die machen. Wovon kennst du das? Was? Von den Humbums. Die gibt's im Auto vor längst von dir. Stimmt. Erste Welle rum, hä? Kann eigentlich nicht sein. Letzte, also bei mir ist vorbei. Kann überhaupt nicht sein. Bei mir kommt auch. Ich hasse das Spiel. Also wenn jetzt wirklich nichts mehr kommt, das ist ja richtig schlimm. Oh. Ja, wir hätten jetzt natürlich auch die Möglichkeit, um mal rauszugehen. Also bei mir kommt wirklich nichts mehr. Ja, bei uns auch nicht. Ja, bei uns auch nicht. Und wir sind zu dritt. Bei Anti. Was? War ich schuld, ja? Ja, weil du gestorben bist, so. Ja. Weil ich abgenebelt bin. Abgenudelt. Wie nennt man das, wenn ein Pastafari stirbt? Abgenudelt. Ja. Das ist ja richtig fad. Nee, da kommt wieder einer. Das bin ich. Schade. Wie schade. Ja, da liegen die ganzen gelben Säcke. Gelbe Säcke. Tim sammelt gelbe Säcke. Und sind auch morgen wieder dein Säcke. Ich sammle die auch, weil ich immer vergesse, die bei uns abgeholt werden. Wie wurde ja mal gesagt, wenn man zu oft da dran rumstellt, dann wäre ja, das alles nur noch viel. Ein Spiel kaputt gemacht. Das kann ja, ich habe ein so ein Emotions-Ding. Wenn ich leide, müsst ihr auch leiden. Nee. Ja. Also folgendermaßen, ich habe auf 20, dass wir wieder hochgestellt haben, damit alle Bescheid wissen. Das ist dann der war glaube ich nicht direkt, oder? Warte, lass mal eben dran, wenn welche kommen sollten, ziehst du weg. Ist vorbei. Ein Reloggen bringt auch nichts. Na geil, was für ein Scheiß. Das kann ja sein. Ja, vor allen Dingen bei uns, hallo, da war ja wirklich nicht viel. Bei mir auch nicht. Aber mir hat die Hölle los. 50 Kills oder so habe ich gemacht. Das
Squad streamt, weil für den Squad Stream muss man Partner sein. Oh, nee. Ja, mal los. Letztes Mal haben wir dann auch wieder Spieler. Weg gewesen und dann. Fehlt wieder ein Geier und hält den ganzen Verkehr auf. Ja. Bitte nach Geiern suchen. Ich habe gerade einen gefunden, ja. Aber hier bei uns ist keiner. Nee, ich habe neu gestartet, danach lagen zwei Geier unten in der im Pit drin, aber nachgespawnt ist trotzdem nichts. Ja, ich würde sagen, müssen wir alle einmal rausgehen. Ja, was haben wir letztes Mal auch schon einmal bei New Detroit gehabt? Da hat's ja auch nichts gebracht. Auslaufen, oder was? Ey, aber es ist ganz komisch. Es sind immer die Horden, die wir nachmittags haben. Hm. Weißt du, also wenn ja, es Nachmittag ist und jetzt nicht tief in der Nacht oder so. Ach so, meinst du? Ja. Tja, ich gehe auch mal raus. Als ob die Leitung, als ob die Leistung reduziert sei. Guter Wax, danke für den Host. Na gut, dann gehe ich auch nochmal raus. Und du warst doch schon mit. So nett, dass es zwingend alle runter? Ist. Ja, aber. Halt mal alle raus. Vielleicht hilft's was. Ja. Ja, also ja, cool. Irgendwas, keine Ahnung. Okay, also alle raus und Stengert sagt Bescheid, wenn wir wieder rein sollen. Jo. Moment. Ist da sonst noch jemand auf dem Server gewesen? Na, Anti war, glaube ich, noch drauf, ne? Was mit Chucky oder so? Alles bin ich, Chucky? Moment. Anti ist noch drauf. Um 4 Uhr ist die Horde vorbei. Ja, okay, das hätte ich gerade auch gedacht. Ich gebe mal schon Gas, ich muss auch mal jetzt mal. Wenn du am Server umstellst, musst du ihn auch neu starten. Alter, ja, der Server. Schon. Der Server, der startet um 18 Uhr neu. Was ist jetzt? Ich geh raus. Ja, gut. Ah, bin ich schon dabei? Irgendwie habe ich hier ein ziemliches Delay bei mir auf dem Screen. Wegen dem Connect, Disconnect eben. Es macht. Wieso sagt ihr mir denn nicht, dass meine Mütze vorne so kacke sitzt? Ja, und gerade jetzt ist er schon wieder am Rumrödeln. Das und? Soll mal los oder nicht? Ne, ich warte jetzt noch eben ganz kurz. Weil auf was wen? Ist denn da los? Proxy, was ist bei dir los? Ich habe schon gerade wieder einen Ladebalken auf dem Screenbild. Das ist. Wie, du connectest schon wieder? Verbindet ja, sich ja noch. Du hast doch gesagt, er ist runter. Ja, und Jax hat eben gesagt, ich soll sagen, wenn alle drücken sollen. Der Stream ist schon wieder kaputt. Ist mir doch egal. Bist du mehr drauf? Ja, dann lass rein, wenn mir jetzt. Ich wollte warten auf Proxy, weil sein Stream gerade abkackt. Ne, geht doch eh schon mal drauf. Sein Stream kackt ab. Kann man wieder auf den Server? Ja. Gut, dann machen wir das doch. In der Zeit. Starte ich den wieder neu. Ich stehe gerade in einer ungünstigen Position, falls jetzt Horde spawnt. So. Ja, da kommt was. Ist natürlich jetzt ganz schlecht, wo ich mich ausgelockt habe. Ich hätte mich auch gerade fast auf dem Weg zur Basis ausgelockt, da habe ich gedacht, ich war relativ über erst noch rein. So. Drei. Also eventuell kommen jetzt gleich noch Zombies von hinten. Also Anton, das weiß ich mit dem Server. 5000 Jahre später. Oh, kommt Herr Jackie, bei dir war mehr los. Polischer. Oh, hier kommt auch wieder was. Ich hab dich eingeladen, Bloody. Oh ja. Alter, es geht jetzt ab. Krass, jetzt kommen hier richtig Zombies angerannt. Action! Was? Action!
Da sind wir wieder. Zu mir. Proxy drin? Jo, bin wieder da. Hab Einladung geschickt. Boah, jetzt leckt's wie Sau bei mir gerade. Okay. Ja, wegen dem Strom. Oh ja, 6 FPS. Alter Vater. Oh, Demolisher. Ja, Demolisher einfach. Ja, keine Ahnung. Nix machen. Ja, der stirbt durch den. So, jetzt ist wieder Feierabend. Können wir nochmal den reloggen? Ey, kein Witz, jetzt kamen gerade kurz so 20 Zombies in die Runde gesprungen. Mhm. Es ist ja eigentlich so, wie ich das gehört habe, dass jemand anderes die da nicht schnell genug wegkriegt, dass sie dann nicht wieder respawnen. Oder wie ist das? Also bei mir kommen sie gerade wieder auch, ja. Sag mal, oder wenn man so zu schnell wegmacht? Der kümmert sich nicht drum, dass sie respawnen bei den anderen. Nur noch ein, zwei Zombies kommen. Ist gerade schwierig, die Bumbums nicht anzuschießen. Da sind die Bumbums. Ja, gut, hier ist meine Zeit und halt. Ich hätte eine Antwort, weil es ist ja so, dass die. Ja, wir haben auf einer Reihe. Guck mal, hier war die ganze Zeit. Ich hatte auch gerade zwei Stück direkt, aber jetzt kommt es nicht. Oder? Ja, wahrscheinlich kommt deswegen nicht bei mir keine mehr. Das hat nämlich auch mal gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, dass wenn du viele einfache Zombies wegschießt, dann kommt der einfache nach. Das heißt, wenn bei irgendjemand wahrscheinlich die Demolisher die ganze Zeit reißt, dann spawnen halt keine Demolisher mehr nach. Bei mir alle fünf Zombies erschienen. Bei mir spawnen keine Geier mehr nach. So hat jeder wohl seine Rolle komplett. Mein komplettes Spiel hängt. Alter. Ich hält gerade 20 Sekunden weg. Wow. Lecco Mio, Leute. Sitz von der guten Morgen. Achtung, Kotze! Sekuya, morgen! Ja, ist gerade irgendwie. Wir hatten gerade das Problem, dass überhaupt nichts ging. Also keine Zombies mehr kamen. Und jetzt haben wir alle einmal neu gestartet. Jetzt gerade gut ab. Also gut ab ist jetzt auch übertrieben, aber es passiert immerhin mal was. Mann, ey, aber wenn ich springe, soll ich so einfach auf dich schießen. Jo. Ewig hier geschossen. Mann, ey. Ey, für hier musst du aber ganz schön viel zielen, ey. Das ist ja auch nichts für mich, ey. Du musst voll konzentriert sein, weißt du, auf der Rampe kannst du einfach reinhalten. Hoshi, vielen Dank für deine Bits. Ich denke, er hat keine mehr, der Bitzer, der hat gelogen. Neugut. Neugut, ja. Oh. Oh shit. Dein Ernst? Wieso, haben die auch gekriegt? Den haben wir gekriegt. Blöd. Ja, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Wir haben 8 Aufgänge. Die Base ist nämlich wirklich so, die kommen immer noch irgendwo in der Rampe lang. Das ist eigentlich. Was ist er denn da? Oh. Er springt zurück. Oh, der ist explodiert, ne? Wie sieht's auch bei euch? Bei euch? Gut. Die Molliger kommen. Ja, also bei mir kommt wieder so wie vorher. Relativ wenig, aber es kommt.
Ja, so ist das mit dem Alter. Ja, ich weiß. Besser als nix, gell? Ja. Und Anti, wie sieht's bei dir aus? Hölle! Wie sieht's bei dir aus? Hölle! Ich piek wieder. Ja. Krass. Meine Waffe ist kaputt. Habt ihr schon rausgefunden, warum das so Geräusch macht? Krass. Neu, Spielzimmer neu gebaut. Ja, was soll ich denn machen? Das ist irgendwie... Hey, ein Säckchen. Die wollen sich auch ein bisschen aufpassen, ne? Echt jetzt? Was? Muni leer? Hier habe ich quasi keine Links drin. Ja, ich probiere die mal aus. Habe ja nie mitgespielt. Allererste Mal jetzt. Was denn? Okay. Die schießt mit. Ey, was habe ich. Ja, ist egal. Ich muss da glaube ich Red Remover aus reinbauen, ey, sonst bringt das alles nicht viel. So, mit der fertig, tschüss. Ja, weil ich quasi die Waffen, die Muni gebaut habe, ich halte von den Waffen. Da ist jemand gelandet an der Tür. Und kennst du dich? Spider. Spider. Ey. Der tote Demolisher hat kaputt mein Geräusch gemacht von mir. Der lag da, war schon locker 5 Sekunden tot und dann brüllt er. Dann brüllt er nochmal. Yeah, oh. 100 Kills! Yippie! Ey, ich glaube, ich habe noch nicht einen. Ja, insgesamt 100. Du hast ja 4300. Guck mal bei Biene. Ja. Oh, ein Kopf. War mein erster Kopf. Und jetzt kommt direkt noch einer. Nee, ne? Ja, weil ich gerade einen hier erschossen habe. Wahrscheinlich. Was? Wetten? Das meine ich auch. Dann ist das echt so. Wenn wir die Cops hier schießen, Leute, dann kriege ich nämlich zu den anderen. Aber ich sag's euch, solche Rangkonstruktionen, ja, da verzögert es halt direkt. Bin zu gleich. Denke ich, glaube es ist wirklich so. Ich glaube, wenn wir alle hier sind, dann geht es richtig ab. Weil vorher war ich ja kurz alleine hier auf dem Server. Und plötzlich gehe ich hier rein und es kommt von oben 20 Zombies runtergeflogen. Und dann kommt hier raus. 16, 20. Ich habe dann genau gesehen. Und dann war es wahrscheinlich wirklich 16, die Rechnung ist falsch. Und dann ist halt hier drauf. Das kommt wieder in die Woche so. Ein, zwei, drei. Ich glaube, das ist eine Sache, wir alle bei dir sind, dann geht voll ab. Bei mir leben die halt.
2 Sekunden. Oh, bei den Rampensystemen rennen die halt teilweise nicht so lange Zeit. Ja, das läuft ja. Ja, für 4% kommt schon mehr, aber das Problem ist die Angst hier in einem Rampensystem. Kannst du auch mal ausgucken, vielleicht Multi eingeben, dann kannst du sehen, wo die anderen Leute, zumindest Tim und Stengi kannst du da sehen, die spielen halt beide an Rampensystem. Da rennt die Zombies teilweise eine Minute lang frei und nur die Füße werden. Bei mir fallen da halt die Reihen, dann sind sie tot. Fucking ja. Ich muss dann irgendwann auf Waffen gucken, dass die anderen ihre Zombies abschießen, damit die nicht wieder neue bekommen. Ja, ja. Er schluckt wieder. Noch einer darf nicht hier explodieren, dann war es das hier. Holy moly. Ich glaube, das ist meine Schuld. Ich sehe halt nicht mehr so gut. Ja, will er mich hier verarschen? Ist die Pistole so schlecht? Nö, eigentlich nicht. Nee, also mit Maschinenpistole. Die ist nicht gut. Kommt drauf an, was für einen Wert sie hat, ne? Es ist egal wie, wenn man eine AK oder irgendwas hat, ist die Maschinenpistole immer wie, als ob sie Gummigeschosse schießen würde. Ja, aber ich hab meine ganze Muni schon weg. Maschinenpistole. Viel Muni haben wir auch nicht mehr. Guck mal, der hängt mit einem Arm jetzt. Ja, ja, schon. Oh, hier meine alte Nachbarin. Okay. Die Familie wird nicht mehr zusammenkommen. Aber vielleicht stelle ich dann wirklich oben irgendwann mal noch vier Turrets auf, die nur nach oben zielen und die Geier runterholen. Das hatte. Nee, das war. Doch, Spider hatte das. Auf seiner Rampe. Ich meine, mir persönlich ist es egal, ob die Geier oben rumgehen, weil mich nerven die einfach nur. Aber die halten dann halt auch ein bisschen Zombies vorne auf. Also ich bin dafür, dass wir aufgeben. Never surrender. Ey, der Bolle darf nicht explodieren, weil sonst ist der andere auch aktiviert. Oh Gott, was schreit er? Kranker Typ. Wo kommen die eigentlich her? Ich meine, was ist die Geschichte von Zombieland? Ja, aber ich meine, die anderen haben ja irgendwie alle wohl Sinn, aber was hat er denn für Sinn? So. Der rennt hier ein verrückter Professor auf der Karte rum, der die so herrichtet. Ja, ich weiß nicht, was du das bist, aber ich hab die 7er Muni und halt, weil ich eigentlich sonst auch genug andere Muni hab. Ich will mich da mit meinen wenigen Spielstunden festlegen, aber ist es nicht auch so, dass ich die ganze Game Stage irgendwie addiere? Ja, ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Wahrscheinlich spielt alles irgendwie rein und irgendwie auch nicht und keiner weiß, was genau ist. Wahrscheinlich ist es so, dass der eine von Farmpimps das so und so sagt und der andere von Farmpimps das auch so und so sagt. Also es soll jetzt grundsätzlich so sein, das soll keine Unterstellung sein, aber so ist es in den meisten Firmen. Boah, ist die Pistole schlecht. Ja, aber komm, das bockt ja gar nicht. Ich habe extra die Armbrust mitgenommen, aber... Hm.
Ich bekomme auch keine Radio. Echt? Weil die Radio-Team waren alle bei uns. Alle beide. Guck mal, krass, da haben die Block schon richtig beschädigt bei mir. Mann, ich kann aber auch nicht zielen. Spuckgeier. Nein, ich hatte ihn im Visier, das wäre so ein verdammt geiler Kill gewesen. War es nicht getroffen? Ach komm, fickt ihr doch alle. Okay, wir haben es gleich geschafft. Habe ich überhaupt einmal jetzt getroffen? Oh, ich habe ja gar nicht vorher geguckt, wie viel Kills. Oh. Scheiße. Naja, der Bulle ist runtergefahren. Ja, ich weiß nur, der aktiviert auch die anderen. Eiskalt. Was ist noch nicht tot oder was? Ist hochgegangen oder was? Gibt's da gar nicht. Der ist tot. Ja, doch, das war ja. Ding, ja. Aber komisch, dass wieder kein Dings war, ne? Also, dass wir uns ausloggen mussten. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Boah, ey. Ich muss die skillen, ja, das nachladen, das wäre schon mies. Endlich. Radio 59, oder? Yippie. Yippie, yay, yay. Gehen wir jetzt raus? Gar nicht kaputt ist. Nein! Oh Gott, ich sterbe. Ich hab den Electrical Fence Boss weggeschossen. Okay. Nee, ne. Ein typischer Steinhardt. Ja. Ey, kann man das gut sehen? Weil dann würde ich das Video nämlich so nennen. Was kann man gut sehen? Ja, wie du da versagt hast. Ich bin ganz positiv, das kann ich sehr gut sehen. Der stand nämlich so 20 cm vor mir. Guck mal. Darf ich mich drauflegen? Ja, danke dir. Also krass, ich fand die allererste Zombie-Nachbar immer noch mit die schlimmste. Die erste 7.8. Was das jetzt? Oh, war gelangweilt. Na, bestimmt. Oh ne, da ist noch irgendwo was. Ja, dann zieht die Dinger hinter mir weg. So.
kann nicht wahr sein. Ah, ich kann nicht mal einen Block setzen, ach du Scheiße. Nee, das geht nicht. Oh nee. Du darfst auch hinten nicht zu lange an die Dings gehen, ne? Also geh nur in Richtung meine Base und nicht in Richtung nach links, weil da stehen Turrets. Ich komme nicht mehr hier raus, weil ich nichts setzen kann. Ich komme hier an die Leiter ran. Ja, das würde ich ja wohl sagen. Pech. Was? Hier liegen überall noch Rucksäcke. Aber hier sind da welche. Oh geil, Schutzanzugjacke. Hier ist noch ein Spider. Ich bin so doof. Wie kann man nur so doof sein? Ich habe noch vier Boxen voll mit Ammo. Ich hätte die auspacken müssen. Ja. Ja, wenigstens ist dir rechtzeitig aufgefallen. Naja, gut, dann habe ich jetzt so viel Missionen und so. Ich finde das eigentlich mal scheiße, dass wenn ich dann keine Muni mehr habe. So, kann ich mal öffnen. Hoch? Ich komme nicht mehr hier raus. Ich komme nicht mehr hier raus. Ja, warte. Wo bist du denn? Da unten, in der Mitte. In der Mitte? Ja, ich bin die Treppe runter. Hier. Ich habe gerade noch einen Spider gekillt da draußen. Der ist noch rumgekrabbelt. Killer. Hier war ich noch nie drin. Danke. Bist du da? Und ich habe natürlich keinen Electrical Fence Post mehr. Und ich kann sie nicht herstellen. Wow. Wieso kann ich sie nicht herstellen? Du hast das verlernt. Ich kann sie herstellen. Quatsch, ich depp. Ich habe nicht richtig hingeschaut. Hast das Schloss missverstanden? Ne? Ja, liebe Leute, es war am Anfang. Ach, die lockt es erst. Wo waren Turrets? Da vorne Richtung Garage hin stehen feindliche Turrets. Die schießen dich sofort weg. Okay. Weil ihr noch keine verbündete Anzahl habt. Okay. Komm, ich krieg das Wasser jetzt, ist mir ganz egal. Und wer müsste mir dann die Anfrage schicken oder machen oder wie? Oder? Sahne und Thorsten. Ah. Beide nicht spielen. Ja genau, die beide aber nicht mehr spielen. Das ist ja super. Ja, ich kann dir aber sonst mal fragen, ob die eben kurz hier drauf kommen oder so. Hier spacken irgendwo noch Zombies rum. Warte, Proxy, ich muss Foto machen. Ich habe hier irgendwo einen Geier, aber ich sehe ihn nicht. Doch, da. Guck, hinter dir hängt ein Spiegel. Jo, ich glaube, hier ist doch alles einigermaßen heil geblieben. Habt ihr oben die restlichen Säcke da noch gelootet? Da waren auch überall Waffen, Anzüge und keine Ahnung was drin. Ich will mich da mit meinen wenigen. Achso. Dann weg mit den Turrets, wenn die nicht mehr zocken. Ich pack den großen mal aus und puff. Ja, Turrets würde ich sowieso nicht benutzen. Außer so wie bei euch, die Rücken schießen. Dann, sind da irgendwo Zombies, Leute? Wo denn? Ja, an der Base, die kloppen irgendwo rum, aber ich finde. Ja, sag ich ja, die kloppen sich unten durch, können wir immer unten rumlaufen, wie letztes Mal. Und das machen die nicht die ganze Zeit, deswegen waren da auch so riesen Löcher drin. Und deswegen ist die Base nämlich auch eigentlich nicht spawn geeignet. Aber dass du die hörst, ich höre gar nichts. Dann musst du hier runterkommen. Wenn du hier runterkommst, hörst du die. Wow. Wow. Was habt ihr mit dem Schrottplatz hier gemacht? Ja, der muss weg. Ah, der muss weg. Ja, weil ich wollte da eigentlich gar nicht hinziehen, weil der Schrottplatz da ist, aber das machen wir nicht weg, da brauche ich die nicht angucken. Wir wollen da eine Hordenbase hinbauen, eine ordentliche. Jo, brauchst du eigentlich nur so 10, 20 Bum-Bums dahin zu setzen und dann so, ne? Bum. Ich habe auch ganz viel Dynamit und so von den Händler-Missionen. Ich höre das, ne, wie die Steine zu hauen, aber ich komme irgendwie nirgendwo an. Heißt also, wenn ich Steine kloppen will, kann ich vorbeikommen und das Schrottding da wegnatzen. Ja. Ich verstehe. Ja, das ist halt scheiße. Manchmal ist das halt so ein ganz kleines Loch nur. Oder die haben sich die ganze Zeit unter der Basis hergebuddelt. Und im Tunnel vielleicht?
Keine Ahnung, auf jeden Fall höre ich sie. Ich höre sie im Osten. Im Osten ziemlich laut. Bin ich ja, in der Base. Da, genau, da waren sie nämlich nur letzte Mal. Hm. Ja klar, beim Tunnel, ne? Hör auf jetzt was. Aber ich habe auch gerade was gehört. Ich auch. Die sind irgendwo so die durch. Meine Fresse. Die war ja wieder Technoparty, ja. Das war der Hammer. Ist auch geklippt worden. Ja, wo sind die jetzt hergekommen? Das frage ich mich auch. Hier! Hier ist noch ein Loch. Aber das ist da oben raus. Der hat sich von oben nach unten gebuddelt. Man muss ja. Das hast du dahin gehört. Das wird nicht der gewesen sein. Ja, aber ich höre jetzt nichts mehr. Ja, weil die bei der Base direkt sind. Ja, deswegen, die Base ist eigentlich echt dafür ungeeignet. Die hätte nicht oben auf dem Berg dürfen. Ja, ist sie aber. Okay, gut. Obwohl die Base funktioniert ja schon gut, ne? Die kann, da kann ja ruhig richtig was passieren, ne? Da sind ja, so viele Rampen drin, ne? Also wenn da eine Seite weggesprengt wird, macht das gar nichts, dann gibt es noch drei andere Seiten. Aber was an der Base scheiße ist, ist, die hat, die, du musst richtig viel reparieren. Das stimmt. So. Ja, genau, eine Herausforderung, das stimmt. Also bei euch, die erste, wo was immer so knapp war, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Bin hier gar nicht. Soll nein. Die rauskommen? Wenn, dann müssten sie hier irgendwo rumliegen. Ich stecke überhaupt nicht mehr durch. Ich finde auch das ganze System hier, das sortiert auch halt irgendwie komisch. was trägst du eigentlich an Kleidung, Bloody? Ich habe ein SWAT-Helm. Nee, was du, auf was du gehst. Hier, auf was ich gehe. Ja, trägst du Stahl oder... Ja. Das Beste, was es gibt halt, ne? Ja, was ist denn das Beste, was es gibt? Keine Ahnung, Militärsachen oder so? Ja, Militärsachen halten aber halt nicht viel Schuss aus. Aber es ist aber beweglicher und gegen Wetter besser geschützt. Und Eisen ist halt, du bist viel besser geschützt, aber kannst dich kaum bewegen. Ja, das ist kacke. Wir hätten länger durchgehalten in meiner Base. Wir hätten länger durchgehalten in meiner Base, wenn ich Derek nicht erschossen hätte. Ja, das stimmt. Ich bin mal ganz kurz AFK und sofort wieder da. Alles klar. Ich guck gleich mal, ob ich irgendwo welche liegen soll. Was? Naja, ich meine Männer. Ich kann dir nämlich sonst Stahlkleidung geben. Weil ich trage keinen Stahl. Proxy, kannst du noch irgendwas gebrauchen? Nö, ich bin zufrieden. Weil ich hab noch eine Stahlschaufel übrig, eine Maschinenpistole.
Maschinenpistole habe ich, M60 habe ich, Bumme habe ich, Schrotze habe ich, Speer habe ich. Gleich einen ersten Mixer. Läuft. Er hat schon einen Mixer vor mir. Jo. Hi, Darak. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. Okay. Gut, wollen wir Mission weitermachen? Was? Wer will weitermachen? Ja, wo sind meine Missionen denn? Eisen, Eisen, Eisen. Ich hätte hier auch jetzt hier 5 Clear. Hätte jemand Bock drauf? Ist hier in der Stadt. Nee. Hospital. Gott. Kann ich die mitmachen? Ja, klar. Egal, ob ich wie viel Level ich habe oder was. Ja, klar. Okay. Du kannst. Das hat Killer Lady gestern noch angeprangert, dass man halt hier so mit den Missionen so krass nach oben kommen kann. Du kannst auch am Anfang die Gruppe bilden und ihr holt euch da alle eure Missionen ab und ihr teilt die alle und dann machen alle die Missionen und ihr rennt zurück, dann kriegt jeder die Belohnung. Okay, dann wäre ich doch bei. Wo ist Bloody? Ich bin nur kurz nach Ausland. Oh, ich habe noch eine Shotgun-Stelle am Weil das wird nämlich auf jeden Fall ein bisschen länger dauern im Normalfall. Also ich habe die letzte, die ich alleine gemacht habe, habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Ach du Scheiße. Ja, aber da war ich sehr, sehr vorsichtig. Es ist jetzt clear, oder? Aber du musst das ganze Hospital, ganze Krankenhaus clearen. Oh. Ja. Ich glaube, ich lade mal ein paar Sachen aus. Vitamine und Naschen. Vitamine! Kleiner Ficker. Was? Ja, ist er ja gar nicht. Also, nein, warte, das war ja jetzt beleidigend. Das sollte nicht beleidigend sein. Er ist ein ganz lieber und so. Was? Bist du nicht? Essen bin ich schlecht. Habt ihr was zu futtern? Ich hab nur einen Meatstew noch. Ja, komm her. Ich hab dir aber eben auch was hingeworfen. Echt? Das liegt noch an dem Stream von Show, wo ich fast... Das mache ich auch nicht. Mein Sprüchen. So, ja, wegen dem Chat. Ja. Okay. Ja, deswegen hatte ich gestern Abend auch richtig Bock. Eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr streamen. Ich komme dann mal mit dem Radl. Wie du möchtest. Angeradelt. Die zweite Kiste hier von oben ist auch offen. Zweite Kiste. Wenn du mehr Essen brauchst oder so, kannst du dir ruhig rausnehmen. Okay, danke. Später werden wir das hier woanders hinsetzen und dann kann ich dir Bescheid sagen, wo was ist. Ja, dann baue ich hier so lange weiter. Wo ist hier das? Übrigens, liebe Leute, nicht irgendwie denken, dass ich schlecht drauf bin oder genervt bin oder sonst irgendwas, weil ich sehe das selber an meinen Gesichtszügen. Ich bin eigentlich richtig gut gerade drauf, aber man sieht es mir so an, weil die Muskeln schon ziemlich erschlafft sind. Ja gut, nach ein paar Jahren, ne? Nach ein paar Jahren. Wie viele Jahre streamst du denn jetzt schon? Dauergrinsen 20 Jahre am Stück, wie das erst war. Ja, irgendwann ist einfach die Muskulatur. Macht dann das nachher richtig. Kaumuskeln wie ein Brontosaurus. Ja, die habe ich sowieso. nicht wundern, ich bin AFK. Also machst du Mission nicht mit? Mhm. Bitte? Nee, mach ich jetzt nicht mit. Okay, dann wird's ein bisschen schwieriger, mein Lieber. Wie machst du das? Ich mach das schon. Ich glaub's nicht, zwei. Aber... Nein, mach nicht. Oh, das ist aber, selbst mit Fahrrad kommt man hier ganz schön langsam hoch, ne? Weil, ja gut, mit Bloody Bay, ich übersehe halt viel, ne? Und mache halt viele unsinnige Sachen halt. Das kann ich halt super gut. So, welche sagt das denn? Die zweite von oben, oder was? Roll ja, hinten zum Küche kannst du halt nicht hinkommen, weil da die Turrets stehen. Okay. Also da musst du sowieso halt ein bisschen aufpassen, wenn du mit jemandem kein Verbündeten abhast und du siehst was Fremdes, nicht unbedingt hinfahren. Hm. Warum sehe ich eigentlich, wenn ich was esse, nicht das Deck, dieses weiße Kreuz da? Achso, weil wir unten die Modlet drauf haben. Weil du noch Hals hast. Oh. 72 habe ich jetzt gerade. Müsste eigentlich anzeigen, dass es ist.
Bei mir steht ein Plus. Bei mir ist das Plus nicht da. Hast du denn rot voll? Was? Hast du dein Leben voll? Warte. Hä, wieso ist denn bei mir Schwarzbild? Boah? Boah. Ja, du musst Leben nehmen. Ja, hier, verbannt. Deswegen kannst du nicht. Doch, ist ja doch. Ich bin nur 20. Nee, du musst verbannt essen. Mit 86 Essen hast du. Also du hast ja, aber der blaue Balken ist ja trotzdem dann. Nee, der geht nicht höher, weil du halt Hunger hast. Jetzt zeigt es aber auch nicht an, obwohl sie jetzt hoch ist. Ja, ja, du musst was essen. Ja, mach ich doch. Du hast erst nur 85. Ich esse gerade. So, jetzt geht Essen hoch. Ja, aber der zeigt links nicht das Icon an. Das weiße Kreuz. Dass er gerade isst. Ja, das stimmt. Das hat mich halt gewundert. Bei mir hat das gerade angezeigt. Ich habe auch gerade was gegessen. Das war aber schon von Anfang an so, wo ich dachte, hopp, wird bestimmt wieder Mod sein oder so. Nee. Komisch. Du kannst doch die Mod unten umstellen, wenn du im Menü bist, unten auf dieses Zeichen hier draufklicken. Links unten. Wo das Grüne ist, wo das Essen ist, oder? Nee, unten links, die, wo das Essen steht, ja genau, und das, neben dem Wasser ist das so, so eine Stufe. Da kannst du es umstellen. Ja. Joa. Ja, komisch, aber solange mir der Dings fehlt, dann ist es halt. Ja gut, bist bereit? Ja, Muni habe ich nicht viel, aber ja. Was brauchst du denn? Ja, eigentlich Siebener. Das kriegst du nicht. Neuner habe ich. Ja gut, Neuner will ich auch nicht nein sagen. Wo ist denn hier? Ich glaube für ein ganzes Hospital ist das vielleicht ein bisschen wenig. Nimm. Dara kommt auch noch, sagt er. Aber Neuner habe ich nicht. Dara kommt auch noch mit. Ja. Das soll ich aber beeilen. Achso, 7:19 Uhr, da geht ja noch. Müssen wir eben. Antipas? Ja. Moin. Hä, wo ist Darak? Der ist doch noch nicht mal im Spiel. Wer? Nee, Darak ist ja noch nicht mal im Spiel. Shaki, das Haus zu clean. Kommt vielleicht noch. Ach ja, stimmt, wir können brauchen eh noch nicht rein. Hast recht. Danke, Shaki. So, was? Warum? Es ist 14 Uhr Server-Neustart. Wie um 14? 14 Uhr. Hast du nicht gesagt um 18? Ja, habt ihr neu gemacht oder was? Nee, um 18 Uhr, ne? Ja, jetzt bin ich irritiert. Ja, ich auch. Ich guck mal eben nach. Also vorgestern war es um 18. Ja, ist auch, 6 Uhr. Na dann. Ja, das liegt bestimmt daran, weil ganz am Anfang war es auf 14 und 2 Uhr nachts. Ach so. So, und dann, weil aber mein Router sich dann ja auch noch um 2 Uhr ausgeschaltet hat, hatte ich zweimal, dass mein Stream gestört war. Mhm. Das hat echt immer die Zuschauerzahlen rasiert. Da war ich ein paar Tage in Behandlung deswegen. In-Game-Behandlung. 14 und 18 schreibt da was jetzt. Okay. 18. Ihr müsst wissen, wann euer Server neu startet. Ich weiß es nicht. Steht das in dem Text da drin? 14 und 18. Also und 6. Ihr schreibt 14 und 18 und 6 Uhr morgens. Okay. Ja, habe ich gesehen. Dankeschön. Hm. Der Schacki, komm her. Es kann sein, dass ich da im Text, dass ich den Text noch einen Fehler drin habe, weil das halt ja nicht irgendwann geändert habe. Guck mal eben nach. Aber jetzt sind wir echt. Aber gut, dass jemand drauf achtet. Tim und ich, ne? 8 Minuten vor Server-Neustart. Chat schreibt: Server-Neustart. Alles klar. Mhm. 8 Minuten später: Server-Neustart. Tim auf dem Fahrzeug. Steiger weg. Fahrzeug. Ja, stimmt. So, wunderschönen guten Tag. Der Chat macht das auch mit Absicht. Der Chat, der macht das mit Absicht. Die sagen schon 10 Minuten vorher, sagen die nämlich schon Bescheid, weil die wissen, dass du es dann vergisst. Na klar.
Chucky ist auch ein Spot. So, jetzt will ich erstmal trinken gehen, was. Jo, und daheim? Die letzten Tage Pause gemacht. Nee, gestern war ich nicht kurz sondern. Ich hab mir gedacht, du warst, irgendwas hat sich verändert gehabt, aber ich hab den nicht gesehen gehabt. Ich hab ihn euch besucht. Also ich würde mitkommen, Krankenhaus hier. Mein Krankenhaus. Ja, ja, wir warten. Wir warten, stehen hier rum und warten gerade. Tatsächlich. Ja, ich würde mich auch anschließen. Wir sind bei mir. Also die letzte Horde war alleine auf dem Server sowas von lame. Das war irgendwie, keine Ahnung, es war zwar eine Horde, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, wo ist jetzt da die? Oh, ich bin Hals. Ups, nicht sterben. Ah, nur ganz langsam. Das ist immer schlecht. Ja, besser als schnell. Ganz kurz, Stengert, zum Server Restart. Wir haben zurzeit dreimal einen Server Restart. Warum, wissen wir selbst nicht. Okay. Also es hat doch angefangen, dass wir es geheißen hat, von wegen, wir machen ja einmal am Tag um 14 Uhr einen Server Restart. Das war ja am Anfang, da wollte es eigentlich nur auf einmal. Und danach war es auf einmal so, dass wir um 14, um 18 und um 6 Uhr morgens einen Server Restart hatten. Bei mir steht drin, 6 Uhr und 8 Uhr, da steht hier keiner dran. Wir werden es um 14 Uhr sehen. Ja, stimmt. Ja, oder wir warten eben zu lange. Ja, ich muss mich sowieso erstmal kurz ausstatten und man kann sich ja auf dem Weg zu euch machen. Aber wir fangen halt die Quest erst nach, theoretisch nach dem Server Restart an, weil sonst ist ja. Ihr könnt vielleicht auch mal ein Backup machen. Obwohl, das machen wir so. Wenn ich aufhöre zu streamen, machen wir ein Backup. Und wenn dann irgendwas sein sollte, dann habe ich von meinem Scheiß nichts zu machen. Sowieso eigentlich, nach dem, was wir zurzeit online sind, alle drei Tage müsste es eigentlich ein Backup. Bei einer Woche so viel gebaut wird, was dann auf einmal weg sein könnte, wenn du das Backup überholst. Ja, du musst mich dann halt auch ein bisschen dran erinnern, ne? Weil ich hätte schon fast gesagt, hast eine Alexa zu Hause. Sag Alexa, sie soll dir alle drei Tage dich erinnern, Backup zu machen. Okay. Das wird auch nicht viel bringen. Ich hab dich schon vermisst, ey. Ich hab halt Munition und so wieder angeschmissen. Ja, ja, du hast die Diamanten verkauft, oder? Ja, das auch. Ja, aber ich hab reingeschaut, hab gesehen, bei der Händlerkiste ist nichts mehr drinnen, hab dann im Tresor reingeschaut und hab mir gedacht, ist ein bisschen mehr geworden. Hast die Registrierkasse gesehen, die, wo ich da schön auf der Händlerkiste gestellt hab? Waren alle baut schon den neuen Stuff. Nein, die Registrierkasse konnte man beim Händler kaufen. Nichts, was neu war. Hatte ich im Blumenladen auch, ja. Und ich habe bis jetzt von den neuen Sachen noch nichts gekauft oder gebaut. Ja, ich auch noch nicht, weil ich habe ja noch gar nichts, wo ich hinstellen kann. Nur wir müssen Messing. Ey, hör mir auf, ich habe letztlich hab Autotouren gemacht, habe geschaut, dass wir Messing herkriegen. Wir haben zwar noch Patronenhülsen da, aber irgendwie schneller weg, als ich gucken kann. Oder hast du schon wieder... Ja, aber trotzdem... Ja, aber die sind so schnell weg. Nachdem ich jetzt eine Kohleader gefunden habe, weißt du, was ich Schwarzpulver... Treas, kommst du denn gleich auch noch rein? Ich habe gehört, du hast weiblichen Besuch. Das Geilste ist, die verratst du ja... Ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst. Wegen ihrer Kiste oder gehe ich am Rand vom Berg. Sind ja mit 200 Meter. Und ganz kurz, ich habe vorhin nur mitgekriegt gehabt, es gibt eine Base, wo zurzeit nicht mehr gespielt wird, aber wo Turrets rumstehen, die auf irgendwelche. Die auf was? Wenn eine Turret ist nur aktiv. Man hört dich nur abgehakt. Echt? Ich nicht. Die sind nur abgehakt. Nein, also wenn. Du bist abgehakt. Wenn eine Base existiert, wo normale Turrets stehen, also die, wo man aufstellen kann, dann sind die nur aktiv, wenn der Spieler on ist. Wenn es die automatischen Turrets sind mit Strom, geht denen irgendwann mal der Saft aus. Daher ist die Base, wenn sie längere Zeit inaktiv ist, auch nicht mehr gefährlich. Ja, aber du weißt ja gar nicht genau wann. Das
Das merkst du spätestens, wenn dich der Kugelhagel trifft. Ja, ja, ich hab das immer gehabt auf einem. Da bin ich, hab ich erkundet und auf einmal sehe ich da, oh, Spieler, irgendwo die Spielerbase, fahr da in die Richtung hin, auf einmal wurde ich beschossen. Schnell weg. Das war richtig knapp eigentlich. Ich war 8 Kilometer oder so von zu Hause entfernt. Deswegen mache ich meistens immer gleich, wenn ich sehe, es kommt ein neuer oder es ist gleich verbindet eine Anfrage, weil sowas kann man. Bin ich schon los oder was? Ich bin schon los, ja. Richtung Stengar. Okay, wenn ihr alle da seid, kann ich euch gleich noch eben die Basis zeigen, dass ich jetzt halt deine Schmiede stehen habe und dann, ja, dann dürfte doch alles für Paletti sein, oder? Ich Gammel mal Kratzer sauer schon hingelegt. Ich hab schon eine ganze Schmiede. Aber er hat immerhin Platz gelassen für 2, 3, 4, 5. Gleich, es geht ja noch weiter. Und da oben kommen die Leichen rein, oder? Oh. Ja, da sind schon welche drin. Schön kühl im Berg. Ich hol mal eh was zu trinken, weil die Cola, ey, die war, glaube ich, mindestens von vorher. Ja. Bis gleich. Ah, und Jackie, du bist fertig mit deinen Bauarbeiten? Ja, der letzte Stock fehlt noch. Ja, weil das war ja bis gestern, wo ich gespielt habe, war das da unten noch in Videoframes. Ich weiß, ja. Ich hab auch, keine Ahnung, ich hab noch 2.000 oder 3.000 Stahl gebraucht. Wie viel? Ja, dass ich das alles wirklich safe upgrade. Ey, ich sag nie wieder, dass wenn wie ich am Boot gearbeitet habe, habe ich immer, wenn ich 500 Stahl rausgenommen habe, sofort versucht, so viel wie möglich wieder herzustellen, weil ich schon schlechtes Gewissen hatte, wenn ich den ganzen Stahl und den verballert habe, schnell, oh ja, so 2.000-3.000 Stahl. Ja, ich habe geholt, so 1.000 Stahl, dachte ich mir, jo, das reicht, das reicht. Ah, ihr sollt bei euch noch wieder Dings reintun, wenn es geht. Dings? Eier, Beton. Eier und genau. Beton. Ja, die ersten Spieler beschweren sich, dass sie kein Beton mehr drin haben. Hammer, ne? Ich hab doch wieder ein rein, ist schon wieder weg. Ja, Stengel hat gestern rausgekauft. Ja, ja, okay, ja, mein Gott, das ist jetzt nicht so das Problem. Munition, also wir haben jetzt 3 Verkaufsautomaten. Ich finde das halt nur so geil, dass andere Spieler dann schon am Meckern sind, dass der Automat leer ist. Nein, also wir haben auf dem linken Automaten ist ja auch, waren ja Bücher drinnen, Munition war drinnen, Monsterpuff-Cocktails und Zement. Rechts war vom Chucky Bücher und glaube ich Mais. Und jetzt haben wir noch einen Automaten, das ist für die Horde, habe ich den gemacht. Also wenn man von der ersten Zugbrücke rüber geht zum Boot, läuft man an einem Hordenautomaten vorbei. Da ist nochmal Munition, Heilzeug, stimmt. Essen. Den Mais, den habe ich da gekauft. Wo habe ich den gelassen, ey? Wow, was für super Mais. Stirbt wieder jemand? Mhm. Antipas. Hm. Entschuldigung, ja, aber bei mir gehen eine Schmiede geht nicht mehr. Da sind negative Beträge drin. Und Micha und Werkbank, da wird nur noch produziert, wenn ich die offen habe. Was kann das sein? Das ist ein Bug, lock ein und wieder aus. Das habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Dann stimmt irgendwas nicht. Das sagte ich. Also ich denke, das kam rüber, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, ja, vielleicht muss er, also wenn das bleiben sollte, probier mal, ob du, wenn du komplett 7 Days komplett runter machst und dass er die Blöcke neu hochlädt, dass es da vielleicht irgendwie irgendwas nicht. Dass er die Blöcke neu hochlädt? Ja, ja, also einfach mal gucken, ob da irgendwo ein Ladefehler mit drin ist, weil wenn so welche Fehler auftreten, kannst du nur von... Mine? Ja. Hast du das mitgekriegt, dass Tarek und Chucky da 700.000 schon zusammen haben? Also von 700.000 weiß ich nicht, ich habe nicht nachgezählt. Ja, das war so den Weg zu 600. Ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber wie gesagt, das hast du ja schnell zusammen. Ja klar, wenn alle da den Beton und so kaufen.
Mein Gott, dafür macht man ja. Also wir sind eigentlich immer am Produzieren. So ist es jetzt nicht, ob wir uns selber brauchen oder nicht. Wir versuchen eigentlich immer, dass für uns genügend da ist und wenn halt genügend Überschuss da ist, Gut, ich mach mal einen Streamstopp und guck mal, ob Steam da was reparieren kann und dann bin ich gleich wieder da. Das ist so geil. Ey, da stimmt irgendwas nicht mit der Vending-Maschine. Wieso? Ja,